Hallo, meine debattierenden, Waschbecken-Austauschenden und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Grünchen hier bei Let's School. Wir sind in der Hälfte unserer Zeit. Wir spielen jetzt noch die andere Hälfte weiter. Gucken, dass wir bald dort mal die nächsten Punkte hineinbringen. Jonathan Schwarz hat beendet und kann da schon fertig. Das noch fertig machen, genau. Dann ist Jonathan Schwarz soweit fertig. Hier können wir immer noch nicht weitermachen, weil wir das hier machen müssen. Wir brauchen die 2000 Sportbeitragspunkte. Die kriegen wir aber jetzt gerade nicht so schnell, wie wir uns das erwünschen, weil wir auch noch einen anderen Bereich brauchen. Das ist gerade ein bisschen dürflich. Ganz, ganz dürflich. Gut, aber jetzt gehen wieder ein paar Punkte rein. Da ist noch ein bisschen was, was wir noch brauchen. Das ist im Endeffekt jetzt herumliegen, bis wir das haben. Ja, wir lassen jetzt einfach nur durchlaufen. Wir haben jetzt nur durchlaufen gerade. Wir können jetzt gar nicht so viel machen. Hier hinten können wir noch drei Flächen aufkaufen. Dann wären wir da auch fertig. Wir haben jetzt aber hier auch noch Platz. Ja, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen jetzt auch ein bisschen am Rand angekommen, von wegen, wie wir das jetzt auch weiter spielen. Weil wir das meiste ja schon haben. Ist eine 94, also kann sie das auf jeden Fall noch lernen. Genau, also ja. Was macht der da eigentlich? Ah ja, überall Frösche verteilen. Toll. Jetzt kannst du einen Schüler bitten, die Schule zu wechseln. Nein, wir ziehen sie trotzdem durch. Ja, wir müssen jetzt noch dieses Wunder, da sind wir nämlich schon in der Phase 4 und dann brauchen wir ein fortgeschrittenes Wunder und dann sind wir hier auch schon mit der Punktezahl durch, ne? Also, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass du hier einfach da durchkommst, durchziehst. Unsere Schule sieht sehr dreckig aus. Sehr dreckig. So, wir haben 122.000 Yen, wir machen 46.000 am Tag. Also wir sind finanziell gesehen sehr unbelastet. Wir könnten jetzt hier noch viel mehr einrichten. Also einrichtungsmäßig haben wir hier allgemein. Da hast du hier so noch eine Versammlungshalle. Boah, 34.000 kostet die. Autoparkplatz 40.000. Achso, die Versammlungshalle ist immer eine Größe. Achso, und die muss draußen sein. Ah, nee. Okay. Aber ist doch doof mit den festgelegten Dingern da. Weil du legst es jetzt hier dran. Naja, okay. Nicht das, was ich gedacht habe. Schulisch gesehen, hier haben wir ja noch einen Klavierraum, wenn wir noch offen. Schülersaal haben wir noch offen, digitale Kunst, Aufnahmestudio, wenn noch freizeitmäßig. Wunder, was hätten wir denn noch? Eine Sternwarte? Das muss innerhalb des Gebäudes sein. Schulbibliothek? Ist ein anfängliches, ist ein fortgeschrittenes Wunder. Ne, ist auch ein anfängliches. Weltgeschichte, der Thermophysik Wissenschaftsmuseum, auch gar nicht. What the hell? Ich will was machen und schon hier Schweine. Gerade ultra interessant, das will ich jetzt gerne doch mal bauen, weil ich möchte. Mann! Du willst einfach nur ein bisschen aufräumen und dann ganz in Ruhe das alles machen und dann hast du sowas hier. So. Ein Wissenschaft. Wow. Ja, machen wir.
Danke, wir haben hier nochmal Punkte generiert. Kriegen wieder da auch Punkte rein. Bei 12.395 kommen wir aber immer noch nicht ran. Der braucht 3 Tage. Super, jetzt haben wir aber schon das nächste Ding. Genau. Da bin ich immer gespannt. Weil das hat jetzt nicht so viel gekostet. Also es hat schon ein bisschen was gekostet, aber... nicht ganz so schlimm wie das ganze andere. So, der Tag ist auch schon fast wieder vorbei. Krass, wir sind gerade mal bei 5 Minuten, aber können hier voll durchziehen, weil hier eigentlich nichts weiter ist. Ein neuer Tag. Malte, freu dich. Kann bitte weiter studieren. Jetzt ziehen wir das durch, wieder nach der Schule. Und wir sind jetzt, glaube ich, schon, genau, letzten Tag, wo wir dann nochmal durchkommen. Und wir haben immer noch 115.000, ne? Also wir haben jetzt gerade das hier gebaut. Der macht 4 Ausgaben. Der hat ja nur 3. Der braucht aber 2.000. Der braucht nur 800 Punkte. Ah, das ist so viel noch. Ach du Heilige, so. Jonathan Schwarz, 72, 77. Ich glaube, 77 ist das Höchste, ne? Okay, der ist erstmal fertig. Sehr schön. Gabriel Fischer. Du kannst doch mal Forschungskapazitäten machen. Blum. Was willst du hier eigentlich? Wir haben doch alles soweit. Hier machst du gerade noch in 0,4 Tagen. Hier ist alles ready. So. Sieht doch schon gut aus. Ja, ich würde gerne so, also wenigstens, dass wir einen von denen schaffen. Einziges Ziel würde ich gerne schaffen. Und eins von den beiden Phasen wird es halt sein. Ich glaube, hier haben wir nochmal dann... ein fortgeschrittenes Wunder noch. Fertig machen. Das ist ein anfängliches Wunder. Oh, das ist ein fortgeschrittenes Wunder. Ach du Heiliger. Da ist schon wieder ein Unterschied dabei. Ist es ein anfängliches Wunder, die Sternwarte? Okay. So, wir haben ein Hubschrauberland. What the hell? Glasaußenmauer, okay. Okay. So, Unterricht haben wir ja fertig. Das haben wir fertig. Oh Mann, da ist gerade bei mir richtig so ein Husten. Boah, Hilfe. Ja, das ist, wenn ihr so eine richtige Reizung im Hals habt und dann so... Uah. Okay. Hygienemandat machen wir. Jetzt sind wir eigentlich nur noch da dann unterwegs. Dann haben wir das auch bald fertig. So, hier kriegen wir den noch rein. Heute ist auch übrigens Prüfung. Jetzt, ich habe hier schon wieder gar nichts. Wir haben zu wenig Labore und alles. Und das müssten wir eigentlich noch weiter dann umbauen und noch weiter verhübschen und. Ja. Das sind so Dinge... Da fehlt eigentlich nur das Geld, dass du die nächsten Etagen fertig machen kannst. um die Räumlichkeiten weiter zu verteilen und dann auch alles weiter umzubauen. Jetzt sag mir, du brauchst auch nochmal einen Projektionsraum. Ach, meine Güte. Und hier müssen wir erstmal noch gucken, dass wir das auch noch hochschrauben. 2000. Das kriegen wir heute nicht mehr voll. Oh, sehr schön. Ach ja. Hier annehmen, hier hast du deine Frische, Dankeschön und auf Wiedersehen. Malte, freu dich, Management, weitermachen. Sehr schön, 1000, aber ey, der ist jetzt verwaltungstechnisch, ist er jetzt auch ein sehr großes Ass. Nach 2 Tagen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt das mit der Prüfung das so hinkriegen. Ich glaube, das kriegen wir erst in der nächsten Schulwoche. Aber wir sind jetzt auch gerade mal bei 10 Minuten, das passt dann. Dann sind wir jetzt gleich nochmal beim Dings. Wir lassen jetzt gerade mal nur ein bisschen durchlaufen, weil wir viel gar nicht mehr zu tun haben. Wir haben dann wieder zu tun, wenn eine neue Schulwoche beginnt. Dann haben wir wieder viel zu tun. Aber ansonsten läuft es jetzt erstmal, wie es läuft. So, du bist fertig. Sehr schön. Bestätigen. Dann lassen wir uns mal Prüfung schreiben.
Und da bin ich ja mal gespannt, wie viel wir hier dann neu dazu holen können. So, wir haben eine Bewertung von 1600. Wir sind im Notenrang Platz 1. Wir sind die beste Schule. Und haben 111.000. 111.000. Diesmal haben wir ein kleines Ergebnis, für das wir dir für deine aufmerksame Kultivierung danken. Die Bewertung der Schule durch die Gemeinde ist nach und nach gestiegen. Guck mal, hier waren wir bei Arzford nur noch auf 17, sind wir auf 42 hoch. Drachenberg ist hoch, das ist hoch, das ist hoch. Bestätigen. So, jetzt können wir... Da kriegen wir jetzt auch nochmal 14.000 raus. So, jetzt haben wir hier das hier. Ja, Guangmang, schade. Ich bin im Wechsel genauso einflussreich wie du. Schülerzahl wechselt. Ich werde dich im Bartswort nicht unterschätzen. So, hier haben wir nochmal Punkte gekriegt. Zweimal. Jetzt war bei 12.800. Könnten wir uns schon mal auf die Platz 6 hochbringen. Wir haben 204. Malte freudig. Ja, okay. Was haben wir hier? Oh. Halloween bestätigen. So, wir haben 8 Schülerbewerbungen. Da leider nur 3. Kann man hier irgendwie was machen? So, die Woche konnten wir ein bisschen was eröffnen. So. Ja, ja. Du Leute, Malte, es sieht aus, bla bla bla. Und gut gemacht, Kleiner. Sieht so aus, als wärst du beliebt als ich, was? Nein. Alle Dude. Alle Dude. So, pass mal auf. Wir schreiben euch jetzt alle erstmal ein. Und wir schreiben euch jetzt alle ein. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, ich habe jetzt eine Schulklasse wieder zu wenig, ne? Ja, ja, wir schreiben ein. Ja, 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 ja. Machen wir einfach mal. Genau. Einfach rein damit. Und weiter geht's. Zack. Haben wir hier überhaupt noch einen Lehrer? Nee, natürlich habe ich hier gar keinen Lehrer mehr. Ich brauche noch mal. Warte mal, was habe ich jetzt an Lehreranzahl? Ich habe ja schon 19 Lehrer. 6, 6, 4. Ein Kunstlehrer wäre mal was Schönes. Da will aber einen Parkplatz haben. Oh, eine 109. Eingestellt. Eine 109. Wow, krasses Ding. Gut, dann Anton Lang, kommt da erstmal rein. So, dann könnt ihr alle erstmal zu Anton Lang in die Klasse gehen. Und dann müssen wir mal kurz gucken, ihr braucht ja am ehesten... Genau, was? Stimmt, die brauchen mehr davon, ne? Dann am nächsten Tag unverteilt. Unverteilt. Willst du mich rollen? Ich habe keinen, der das machen kann. Malte freudig. Kann da das machen. Kann er nicht machen? Kann er nicht machen? Kann er machen. Sehr schön. Gut. Das rein und das rein. Okay. Das war... Ne, warte mal. Da können wir mal was bisschen was anderes machen. Hier könnt ihr mal ein bisschen Sport machen. Könnt ihr auch mal gebrauchen. Ein wenig Sport, meine Damen und Herren. Ne, das hier machen wir mal. Unverteilt. Malte freudig. Malte freudig. Und Malte freudig. Dazu kommt dann das. Dann können wir hier nochmal auch unverteilt. Marius Köhler. Dann machst du hier nochmal ein bisschen. Das ist unverteilt. Robert Klein. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Sport reinboppen. So, die sind jetzt alle mehr als voll. So, nochmal ein bisschen ausgeglichen. Warte mal. Ich glaube, der Raumbereich hier ist noch nicht auf allgemein hat was jetzt? Ach ja, genau. Hubschrauberlandeplatz ist so krank. Säulen.
warum auch immer man da so Säulen hinsetzen soll. Stehe ich noch nicht ganz. Flam, 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 flam. Flam, 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 flam. Oh, wei. Was mache ich damit? Kann ich dann wirklich selber alles bauen? Nee. Dekoration. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Genau, hier haben wir noch ein Glas und einen Jalousienzaun. Ah, hier ist schon wieder mehr drauf, als wovon man jetzt auch nicht unbedingt die Ahnung hat. Aber was wir jetzt mal machen könnten, wäre das hier mal ausfuchsen. Das ist jetzt auch endlich, genau, das ist jetzt, haben wir auch ein Investment von 100.000 wieder gemacht, dass es jetzt auf Stahl geht. Und dadurch sieht das Ganze schon anders aus. So. Hier unten ist ja auch noch alles total durcheinander. Das hier ist noch Steingebäude. Ich guck's gerade mal rein und schon hast du hier einen Störenfried. So, eine neue Rede. So, begrüßen wir den neuen Schulleiter, der eine Rede. Ja, das machen wir. Mal kommt, los. Wir machen, hi. Herzliche Grüße. Yay. Über das Leben. Wuhu. Dann, loben. Machen wir mal das Gelobte. Yeah. Entspannen. Und dann machen wir noch Jubel. Sehr schön. Dann haben wir wieder alle sind wieder ein bisschen entspannt und zufrieden. So, jetzt kommt nochmal ein Bild. Dann machen wir nochmal Charme. So, also Klasse wird auch immer größer. Hier, irgendwann hast du alles voll. Das ist schon cool gemacht. Aber langsam sind wir halt so ein bisschen im Bereich, ja, wir haben 150 jetzt da. Dann müssen wir, aber da kommen ja noch ein paar. So, das nächste Gebäudeding ist fertig. Jetzt haben wir hier alles aus Stahl im oberen Bereich. So, der hier braucht noch ein Momentchen und dann müssen wir da ja auch erstmal weiter investieren. Ja, machst du jetzt mal leer. Aufwecken. Ach cool, du kannst ja auch noch hier aufwachen. Ist ja genial, wusste ich gar nicht. So, Halloween-Süßigkeiten. Ne, warte mal so. Blum. Okay, wir machen jetzt mal, ist ja eh gerade Pause. So, 28 Mal. Muss ja echt doch nochmal was neu machen, wa? Forschungskapazität. Blum. Flum, 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 flum. Ja, viel kommt dabei auch nicht so herum, weil du glaube immer nur den Einzelnen da das machst. Okay, dann brauchen wir wieder mal einen, der uns Süßigkeiten bringt, um das hier weiterzumachen. Brauchen wir einfach nur so einen Hexenkessel dahin. Fertig, kostet mich 1000. Wir sind schon wieder bei 231.000. Wie machen wir denn jetzt am Tag plus 36.000? Ist noch nicht so viel, aber da kommt ja auch noch ein bisschen was. Oh, und wieder was. Warte mal, können wir auch durchlaufen lassen. So, Clara Fischer ist damit da fertig. Dann kannst du da weitermachen. Anton Long ist auch fertig. Du kannst hier auch erstmal machen, weil du bist eine 109. Du bist eine 109. Wir brauchen hier echt nur die 2000. Dann können wir das fertig machen. Was haben wir da? Oh, 8 neue Schüler. Das ist Brauberg. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr. Oh, doch, guck mal. Können wir nochmal? So, dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen was gemacht. So, alle einschreiben. Bratfort, haben wir da auch schon alles. Da sind wir schon durch. Können wir auch mal alle einschreiben. So, guck mal, hier sind wir jetzt auch in Phase 3 dort. Er wirkt der 5. Absolventen mit Zielvorgaben von 3 Sternen. Ja, ja.
Wang, wang, blam, blam. Also was ist das hier? Nicht genug Brotdosenhaken. Ach du Heilige. So, euch aber erstmal alle in die Klasse da rein. Was sind die aus zwei Dingen? Also das ist die Klasse, genau. So, Brotdosen. Haben wir hier gar keine Brotdosen drin gehabt? Stimmt, guck mal, wir haben hier gar keine Brotdosenhalter drin. Die sollten wir hier vielleicht noch reinpacken. Möbel. Brotdosenhalter einmal dahin. Einmal dahin. Dann sollten wir hier mal wieder Punkte holen. Denn wir sind eigentlich auf 6. Okay. Weiter studieren. Na dann los. Komm. Wie lange brauchst du noch? 1,3 Tage. Oh. So, nochmal 2000. Da sind wir schon bei 95. Und damit hat die Schulverwaltung auch schon. Also. Am Anfang auch gucken, dass du Geld halt machst, um die, um den Dings reinzupacken. Ah ja, hier drin ist jetzt auch kalt. Naja, das schafft das schon. Und die Dinger hier müssen auch nochmal machen. Ich finde es so witzig, wenn die halt so richtig sind, dass du da halt wirklich so die Probleme hast. Lalala, lalala. Na dann weiter geht's. Muss auf die, da müssen wir höher kommen. Und hier müssen wir dann einfach auf die Exzellente, warte mal, sind wir dann nach Exzellente Provinzschule? Wo kommen wir danach hin? Exzellente Provinzschule, danach sind wir durch. Wir sind eigentlich schon eine ganze Weile unterwegs. Ja, wir kriegen immer neue Talente und das brauchen wir jetzt alles nicht. So, jetzt haben wir noch einen Hygienemann da. Da ist eine Kehrmaschine noch drin. So, jetzt können wir ja hier noch eine schöne Spielhalle halt reinpacken. Es gibt nur so viel, was man machen könnte. Weißt du das? Aber du kommst halt bei meisten einfach nicht mehr ran. Das ist so viel schon. Ich finde es toll. Aber ich würde das ganze Ding wieder anders anfangen. Und ja. Ich finde es gut. Also ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen was entwickelt wird. Einige Probleme, finde ich, sind da noch schon da. Wir sind auch noch nicht fertig, ne? Also da braucht ihr noch keine Sorgen machen. Ich will noch ein bisschen, zumindest zwei Etagen ein bisschen umräumen. Wir haben ja zumindest auch ein bisschen im anderen Bereich schon mal was verändert. Mal 289.000. Was haben wir heute gemacht? 40.000 plus. Weiter studieren. Die Weiterbildung hat begonnen. Schüler sind alle ausgezeichnet, aber ich denke, dass meine Schule ein ganz besonderer Reiz hat. Ein spannender Wettbewerb beginnt. Ja, okay. So, gut, tschüss. Barzow ist nur knapp vorbeigeschampt, aber keine Sorge, das ist der Anfang. Ja. Wir haben nochmal neue 5 Schüler. 2 aus Barzow und 3 aus Brauberg. Die können wir dann nämlich jetzt dann... Was? Nicht zugeordnete Klasse. Oh. Ich habe jetzt ein über. Ach du Heilige. Oh wei. Oh wei. Warte mal, warte mal, warte mal. Da passt doch noch ein Stuhl rein, oder? War da noch ein Tool rein, oder? Was? Wie? Wo denn? Stylischer Doppeltisch, großer Mehrsitz. Oh, guck mal, das, da könnte ich sparen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen umräumen, meine Damen und Herren. Nein, abbrechen, das brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, und jetzt können wir aber den hier reinräumen. Hast du 4, 8, 12. So, und jetzt können wir
12, 14, 16, 18. Wir sind bei 18. Und wir können den ja jetzt hier hochräumen. So. Boom. Die Klasse haben wir jetzt weiter ausgebaut. So, und jetzt müsstest du doch die Möglichkeit haben. Genau, jetzt können wir 24 reinpacken. Yeah! Wäre jetzt doof geworden. Wir sind bei 182 Schülern, meine Damen und Herren. Wie jetzt? Gibt nicht genug Essen? Oh. Mal nicht genug Essen. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. So. So. Haben wir wenigstens das auch noch geschafft. Ich glaube, jetzt kommt da aber auch diese Woche nichts mehr. Ne? Oh doch, da kommen noch mal. Am Maxwell kommt nichts mehr. Ach du Heilige. Hier haben wir nur noch für 11 pro Woche. Ja. Wie jetzt? Da ist jetzt schon wieder kein Platz mehr. Boah, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass vom Chemielabor das nicht reicht. Was ist denn das? Ein Chemielabor, ja? Dann pass mal auf. Kopieren wir den ganzen Kram. Und dann packen wir den mal da rein. Machen wir da Boom. Und dann kannst du machen, was du willst. So, jetzt haben wir schon im Labor. Aber was machst du denn jetzt? Aufwachen. Ach du Heilige. Das ist richtig übel. Ja, das ist richtig übel. Wir haben noch nicht mal Kunst und sowas drin, ne? Also. Hast du nicht vergessen, uns fehlt ja auch noch ein bisschen was vom anderen Bereich. Gut, es wird schon aufgehalten. Ach du. Ist schon krass. So, warte mal, was brauchst du jetzt schon wieder? Noch ein Physiklabor. Was ist denn noch? Das hier ist ein Computerraum. Das ist ein Physiklabor, ja? Okay, dann kopieren wir den ganzen Kram. So. Und dann können wir den noch darüber stellen. Flamm. 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 Meine Güte, ey. Ja, dann haben wir bald das fertig. Dann können wir die nächste Stufe da errichten. Der hier ist jetzt auch bald fertig. Da könnte man auch bald das nächste errichten. Na, wie lange hat er dann noch? 0,3 Tage. Das ist gut. Also am nächsten Tag ist das Ding fertig. Oh, wir haben nochmal zwei Bewerbungen. Ein da. Und ein da. Dann geht ihr in die Klasse dort. 190 Schüler. Lass dir das mal auf die Zunge zergehen. 190 Schüler. So, was willst du jetzt? Nochmal ein Debattierraum? So. Wir brauchen nicht genug Trinkwasser. Warte mal. Haben wir denn überall das Trinkwasser vorgebaut? Nein, haben wir nämlich nicht. Möbel, Hygiene, achso, ja, 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 da drauf, Temperatur brauchen wir auch nicht, Diät brauchen wir mal bitte. Oder machst du hier nämlich noch einen Wasserspender, da noch einen Wasserspender und da noch einen Wasserspender. Was haben wir hier denn Personalabteilung mäßig? Warte mal, wir haben ja hier aber noch jemanden, da.
So, du kannst den ja auch noch darin packen. So. Werde euer Lack, wenn wir das nicht hinkriegen, meine Damen und Herren. Jetzt rennen wir schon zum nächsten. Boah, krass, wenn du das hier alles dann schaffst mit 190. Dann bist du ja in der nächsten Stufe schon. Ich will eigentlich den hier noch ausbauen, also vorbereiten. Beziehungsweise hier wollte ich gerne, aber das kannst du knicken, dass wir da schon wieder weiterkommen. Habe ich schon einen Aufhalter, sehr schön. So, warte mal, was ist denn das jetzt hier alles? So, pass mal auf, wie viel habe ich denn von den Süßigkeiten wieder davon? Flump, 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 fertig. So, weiter geht's. Was hast du hier für Probleme? Ach so, hier fehlt Wärme. Ja, wir machen hier noch das gute alte Flubbig-Bubbig und Flubbig-Bubbig. So, müsstest du eigentlich dann noch da weitergehen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt so gerade in der Phase drin, ne? Wo nicht mehr viel kommt. Ich würde jetzt einfach noch die Siegesphase erreichen. Das heißt, jetzt ein beliebiges Anfängliches, dann das nächste und dann hätten wir da ja schon zum Bleistift eine Siegesphase drin. Das wäre eher so das Ziel. Wisst ihr, wie ich es meine? So. Ja, mach mal den. Flum. Wir haben immer noch 200.000 jetzt im Plus. Musst du dem auf der Zunge zergehen lassen. 200.000 im Plus. Weiter studieren. Du bist da fertig. Ja, komm, wir machen ein bisschen Forschung. So, guck mal, hier haben wir jetzt 60.000 und 2.000. Ja. Nächste. Ja, zweite Phase im Wunderbau eingeleitet. Dann haben wir genau das, was wir auch wollten. Hilfe. Weiter studieren, da, mach weiter, bomben. Leider kann ich den hier noch nicht weiter bauen, das wäre auch noch eine schöne Phase. Leider, leider, leider. Dann wäre es nämlich das nächste, dann wäre das Stadion nämlich auch fertig. Das andere wäre noch nicht fertig, aber dann hätten wir das Stadion schon fertig. Ich brauche ihn doch gar nicht weitermachen, ne? Da rein. Da rein. Warte mal, was ist denn da? Achso. Weiter studieren. Das, das. Dann haben wir jetzt noch hier noch den einen. Ich glaube, das passt dann sogar. Das war den in die letzte... Wow, guck mal, eine 24er-Klasse haben wir sogar. 192 Schüler. Das finde ich cool. Aber ich würde auch sagen, das würde, reicht auch dafür heute. Wir haben wieder eine ganze Menge geschafft. Wir haben jetzt das zweite Wunder im Bau. Und jetzt wird langsam alles so in die Richtung, wie wir das gerne haben wollen, dass die Bauwunder fertig werden. Und dann sind wir nämlich hier schon in der nächsten Phase. Und dann müssen wir nur noch die 12.000 erreichen. Da fehlen uns noch 3.000. Das kriegen wir jetzt auch noch bald hin. Dann können wir das ein bisschen was fertig errichten und so weiter. Dann sind wir hier nämlich durch. Hier, Anzahl der Schüler beträgt 200 oder mehr. Fehlt noch ein bisschen was. Da fehlen uns 8. Sprich, wir müssen noch woanders was herholen. Ja, das ist noch. Und da müssen wir hier noch das andere sehr hoch. Aber das schaffen wir schon. Aber dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir hier natürlich weiter. Machen die Wunder fertig, dann gucken wir mal, dass die nächste Gebäudestufe haben, machen das andere Wunder fertig und können dann ganz entspannt nach Hause fahren, weil dann haben wir das Spiel erstmal ein bisschen geschafft. Zwar nicht so mit meinen Wunschvorstellungen, aber vom Repetitiven ist es schon so, wo es doch immer sehr viel immer wiederkehrend ist. Aber jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.